Herzlich willkommen zum heutigen Video. Und dieses Video lautet ja eine WordPress-Funktion, die Sie unbedingt kennen sollten. Und das meine ich auch genauso, weil das eine etwas unterschätzte Funktion ist, die aber richtig klasse ist. Ich bin jetzt erst vor kurzem draufgekommen, dass es das gibt und habe das auch gleich umgesetzt und es funktioniert klasse, kann ich mal sagen. Man ist ja öfters in der Situation, dass man vielleicht irgendwie einen internen Team-Trainingsbereich irgendwo sich anlegen möchte, wo man gewisse Trainings hat, wo nur Teammitglieder oder Affiliate-Partner Zugang haben. Oder vielleicht möchte man auch ein Infoprodukt hosten, wo nur Leute Zugriff haben, die vielleicht die E-Mail-Adresse und den Namen dafür hergeben. So habe ich jetzt nämlich umgesetzt. Und da hat man immer das Problem, dass man das irgendwo hosten muss und das ist meistens kostenpflichtig. Und da gibt es eine WordPress-Funktion, die wirklich klasse ist und nichts kostet, wenn Sie schon einen WordPress-Blog haben. Und das möchte ich Ihnen jetzt zeigen, was ich damit meine. Ich bin jetzt hier auf meinem Blog und wahrscheinlich kennen Sie ja das bei WordPress. Man hat hier oben die Funktion, dass man hier Seiten anlegt, wo man also nicht auf einen Artikel kommt, sondern auf eine eigene Seite. Das zeige ich Ihnen jetzt zum Beispiel, wenn ich hier auf mein Business hierher klicke, auf das Geld verdienen mit Labavité, dann macht sich hier die Seite auf. Kann man so viele Videos drunter posten oder Artikel, wie man möchte, das alles zusammenhängt. Da hat man sofort Zugang oder auch hier bei der Rubrik Leads generieren. Kommt auch gleich das Video und so weiter. Und hier gibt es jetzt folgende Funktion. Ich zeige Ihnen das jetzt. Das ist jetzt nämlich auf öffentlich geschaltet. Wenn ich jetzt hier in meinen administrativen Bereich zurückgehe, weil ich bin hier in meinem Blog eingeloggt. Kleinen Moment. So, dann bin ich jetzt hier bei den Seiten und bei Seite erstellen. Und hier kann ich, Entschuldigung, und hier kann ich die Überschrift eingeben, die man dann auf der Blog-Startseite oben in der Zeile sieht. Das haben Sie ja sicher gesehen. Und hier drunter können Sie Ihre Videos posten oder Ihre Artikel oder die Trainingsinhalte, die Sie vielleicht nur Ihren Teammitgliedern oder Affiliate-Partnern zur Verfügung stellen wollen. Oder auch einen Kurs oder sowas. Da können Sie kreativ sein, wie Sie möchten. Und jetzt gibt es hier die Funktion, und das ist auch der Hauptinhalt dieses Videos, bei die Sichtbarkeit, die ist automatisch auf öffentlich gestellt. Und hier kann man jetzt Folgendes machen, wenn Sie hier auf Bearbeiten klicken, dann können Sie hier auf Passwort geschützt klicken. Und hier können Sie ein Passwort festlegen, mit dem man dann wirklich nur Zugang zu dieser Seite hat. Das heißt, wenn Sie jetzt hier einen Kurs anlegen, wie ich das bei meinen 37 Kontakte pro Tag Kurs gemacht habe, dann sieht man zwar die Überschrift auf Ihrem Blog, aber wenn man draufklickt, dann kommt das Feld, diese Seite ist passwortgeschützt, geben Sie bitte hier das Passwort ein. Und wer dieses Passwort nicht hat, hat dann keinen Zugang. Das heißt, hier können Sie es so machen, ich habe es zum Beispiel bei meinem E-Mail-Provider so gemacht, dass wenn jemand auf der Seite, auf meine Landingpage, wo ich das bewerbe, Namen und E-Mail-Adresse eingibt, dann sende ich ihm mit dem Autoresponder automatisch das Passwort zu und dann hat derjenige Zugang. Und das können Sie, wie gesagt, machen, entweder für Kurse, die Sie hier selbst hosten oder für Teambereiche, was nur Ihre Teammitglieder sehen sollen. Und das ist, denke ich, eine tolle Funktion und ist völlig kostenlos, wenn Sie eben einen WordPress-Blog haben. Ja, das war's zu diesem Video. Ich hoffe, es war hilfreich. Wenn es Ihnen gefallen hat, es gilt wie immer, klicken Sie gefällt mir, würde mich freuen, teilen Sie es auf Social Media und abonnieren Sie vor allem meinen Kanal, wenn Sie weitere Updates haben möchten über meine Videos. Und ich mache jetzt wieder mehrere Videos, also da wird jetzt wieder einiges kommen. Gut, gerne können Sie mir auch Ihren Kommentar unter dem Video hinterlassen. Würde mich auch freuen und ich antworte auch. Gut, das war's jetzt zu diesem Video. Ich freue mich aufs nächste. Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.